nur vollends gebrochene Menschen. Können große Anführer sein. Hey, fit in Kando, muss ich in den Napi. Yeah. Seine Leute nennen ihn nicht General oder König. Sie nennen ihn Kukulkan, den gefiederten Schlangengott. Ihn umzubringen könnte zu ewigem Krieg führen. Er will Krieg. Mit der Welt an der Oberfläche. Wir wissen, was ihr flüstert. Sie haben ihren Beschützer verloren. Jetzt ist es an der Zeit, zuzuschlagen. Zeig ihnen, wer wir sind. Son Gohan, hör mir gut zu. Wenn du nur wolltest, könntest du der Stärkste auf der ganzen Welt sein. Glaube an dich und lass alles raus. Zeig mir deine Kraft. Du hast alles in dir. Du musst die Erde und die Menschen beschützen. Thank you.
Alles gut? Bei dir? Wo ist seine Schwester? Wir sind auf dem weltberühmten Hollywood Boulevard. Oh, hey, Ladies. Ladies, wie läuft's denn so? Hey. Was soll das? Sie sollte hier sein. Du denkst, was immer Paps getötet hat, ist da draußen. Was hast du gesehen? Es war groß. Es ist in der Wolke. Es war schnell. Ich konnte es nicht wirklich sehen. Wir brauchen die Aufnahme. Welche? Na die, den Money Shot. Und wieder liegt bei einzigartig weh. Den Oprah-Shot. Den Oprah-Shot? Kannst du noch hochschwenken? Ein bisschen mehr? Wollt ihr mir nicht sagen, was hier abgeht? Scheiße, nein. Irgendwas ist hier draußen. Und Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der es filmen kann. Diese Wolke hat sich kein bisschen bewegt. Habt ihr ein UFO in dieser Wolke gesehen? Wir haben es gesehen. Heilige Scheiße. Los geht's, Baby! Los geht's! Los geht's! Ah! Es ist groß. Sie sind wütend. Wollen Aufmerksamkeit. Es ist über uns. Ich glaube, es kann einen nicht holen, wenn man es nicht ansieht. Es kommt. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen, nicht hinsehen, nicht hinsehen, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Los geht's! Lass mich! Ich versuche dich zu retten. Mein Bruder ist da draußen. Nope. Ich bin mir sicher, deine Mutter würde auch wollen, dass du dein Glück findest. Susu, komm her! Du musst auch mit aufs Foto. Mein Glück finde? Wie mache ich das? Willkommen in der Welt von You. In der Realität kann man nicht neu anfangen. Aber in You ist das möglich. Die Body-Sharing-Technologie bringt die verborgenen Stärken der User zum Vorschein. Endlich kann ich wieder singen. Sie hat es ins Ranking der You Global Viral Charts geschafft. Das habe ich erwartet. Ich will tot sein! Niemand würde je auf den Gedanken kommen, dass hinter der wahren Identität von Belle ein mausgraues Landei wie du steckt. Jeder scheint ein Geheimnis zu haben, über das er nicht sprechen will. Susu, was ist los mit dir? Warum bist du hier? Hey, wer ist dieser Typ? Das Biest? Ich frage mich, warum er so viel Ärger macht. Weil er sich für cool hält. Solange du hier dein Unwissen treibst, kann der Frieden nicht gewahrt werden. Wer bist du wirklich? Verschwinde! Er ist in Gefahr. Ach, warte! Ich muss ihm helfen. Oh, Melodie, zeig mir den rechten Weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie soll eine einzige Person unter 5 Milliarden Usern aufspüren? Das ist unmöglich. Um ehrlich zu sein, es gibt da etwas, das ich dich schon seit langem fragen wollte. Wenn die Wahrheit erstmal raus ist, wer wird deinen Liedern dann noch Aufmerksamkeit schenken wollen? Was meinst du wohl? Ich will Welts Stimme hören. Sing für uns! Ist das dein Bruder? Ich hab dir sein Glück. Susu! Sing. Sie
Sieh mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Samenkörner. Wir sind uns so ähnlich, wir beide. Wir lassen uns garantiert nicht fertig machen von diesem Scheißleben. Aber bild dir bloß nicht ein, du könntest den Lauf der Dinge ändern. Ich habe Fähigkeiten. Die habe ich mir selbst beigebracht. Die Zitadelle liebt die Kontrolle. Wenn sie jeden reinlassen würden, dann hätten sie nicht genug Vorräte. Sie haben uns alles genommen. Ich muss die Samen entschlüsseln. Dann könnte ich sie fruchtbar machen. Wir müssten nie wieder hungern. Ich heiße Camellia. Vespa. Sie unterliegt nicht unserer Verantwortung. Sie ist von der Zitadelle. Sie wird uns dorthin bringen. Los geht's. Pilger, Vagabunden, Banditen. Überlegen Sie es sich gut, wem Sie vertrauen. Die Zitadelle wird keine Erbarmen haben. Das wird mich nicht aufhalten. Vespa, du könntest die Welt verändern. Das System arbeitet in der Regel fehlerfrei. Ich habe keine Ahnung, wer es in Gang gebracht hat und wieso. Aber es funktioniert. Man lebt, man stirbt. Man lebt, man stirbt. Man lebt und stirbt. Manchmal gibt es eine Störung. In Ihrem Fall war es die junge Frau. Wieso bist du hier? Im Lafayette. Mein Name ist Harrison Hardy. Ich möchte gerne einziehen. Das Lafayette zieht ungewöhnliche Typen an. Was macht dich ungewöhnlich? Es ist nur ein Traum. Ein Traum? Ich habe ihn ungefähr 5000 Mal gehabt. Das scheint mir ziemlich viel zu sein. Au! Ihr Leiden ist ziemlich selten. Leiden? Wir sollten mit der Behandlung beginnen. Vielleicht kann ich dir helfen, herauszufinden, was auf deinem Dachboden ist. Der Traum hat sich verändert. Nur ein kleines bisschen. Schade, dass du mich nicht früher gefunden hast. Sagen Sie, existieren Sie eigentlich gern? Es gibt da ein paar Typen, denen kannst du einfach nichts abschlagen. Ich habe versucht, das Ihnen so einfach wie möglich zu machen. Sie können die Augen schließen, wenn Sie möchten. Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl, er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form. Vom Speckpack zum Sixpack. Und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück. Als der einzig wahre Thor. Zu früh gefreut. Jane? Meine Ex-Freundin. Wie lange ist das her? 3, 4 Jahre? 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage, so ungefähr. Spür ich da etwa Gefühle? ja klar. Götter interessieren sich einzig und allein für sich selbst. Das ist mein Gelübde. Alle Götter werden sterben. Ich wollte sagen, das da eben war sehr, sehr beeindruckend. Das ist mein erster Bösewicht. Den ersten vergisst man nie.
nicht wie die anderen Götter, die ich getötet habe. Du hast was, wofür sich der Kampf lohnt. Mal sehen, wer du bist, was unter der Verkleidung steckt. Und schnipp! Oh, du hast zu stark geschnipst, verdammt! Sollen wir ihm helfen? Irgendwann schon, ja. Weintraube. Ich spüre, wie du da drin etwas hin und her ziehst. Es ist ein ganz neues Organ. Wurde nie zuvor gesehen. Wir hatten alle das Gefühl, der Körper sei leer. Sinnentleert. Und das wollten wir bestätigt wissen, um ihn wieder mit Sinnen füllen zu können. Die Welt ist sehr viel gefährlicher geworden, seit es fast keine Schmerzen mehr gibt. Operieren ist Sex, oder? Ist das so? Sie wissen, dass es so ist. Operieren ist der neue Sex. Ich mag nicht, was mit den Körpern passiert. Insbesondere nicht, was mit meinem passiert. Deshalb schneide ich ihn auf. Was würde man wohl in ihm finden? Nichts von dieser Welt. Oh. Ups. Verzeih. Wir sollten uns nicht davor fürchten, das innere Chaos zu ordnen. Stellen wir eine Karte, die uns hineinführt ins Herz der Finsternis. Auf unser neues Haus! Ich hab euch doch gesagt, in dem Haus, das ihr mietet, fließt eine üble Energie. Diese Wand ist ein Fake! Was? Komm, sieh dir das an! Was siehst du? Lass mich mal! Das sieht wie ein Treppenhaus aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unsere Kaution vergessen können. Wow! Vielleicht hat hier oben ein Obdachloser gewohnt. Wow! Was zum... Was machst du? Josh, nein, warte, tu das nicht! Oh mein Gott! Ich hab uns gesehen! Was, uns vier? Ja, ich hab uns 15 Minuten beobachtet! Du warst nur 5 Sekunden weg. Stopp! Eine Minute hier sind 3 Stunden dort. Und jedes Mal, wenn wir durchgehen, scheint sich die Zeitachse zu verändern. Ich denke, das sind parallele Universen. Heilige Sch... Das ist der beste unfaire Vorteil in der Geschichte der Menschheit. Also klauen wir anderen Leuten ihre Ideen? Es geht darum, der Thomas Edison unserer Zeit zu sein. Kann ich dir mal was zeigen? Es könnte chaotisch werden. Nein! Nein! Nur weil es eine Tragödie ist, heißt das nicht, dass wir aufhören sollen zu denken. Ich erkenne ihn nicht wieder. Er bricht die Regeln. Wir müssen uns darum kümmern. Ich habe eine Lagerhalle voll mit Sachen, die Revolution auslösen. Wir erobern die Welt im Sturm. Hinter all dem steckt doch was. Aber alle wissen, so gut seid ihr nicht. Er ist eine reale Person. Ist er das? Du bist zu weit gegangen. Tu es! Wir sind zu weit gegangen. Der Achilles. Die ganze Welt schaut zu und wartet. Die Sphäre ist das größte Mysterium, dem die menschliche Rasse je begegnet ist. Sir, wir haben neue Daten von der Oberfläche. Jemand hat wohl das Licht angemacht. Was ist los? Die Übertragung ist eine Botschaft. Deus. Gott. Toll, wir fliegen also einfach auf das Ding zu, ohne zu wissen, was es ist. Wenn die nichts unternehmen, stirbt der ganze Planet. Und niemand wird überleben. Seht ihr nicht, was passiert? Wir müssen umkehren.
Wenn das ein Tor ist, wo führt es hin? Niemand weiß, was der Orbit bereithält. Sie sind Entdeckerin. Ihr ganzes Leben lang sind sie ins Ungewisse gereist. Ich weiß nicht mehr, worauf ich vertrauen kann. Verdammt, du hast hier nicht das Sagen! Die Zeit ist gekommen, unserem Schöpfer zu begegnen. Damit ich das richtig verstehe, du sagst, du wurdest aus einem Paralleluniversum in unseres gesaugt. Ist das denn so undenkbar? Ja, da bin ich ziemlich sicher. Ihr kennt sicher die Theorie der Multiversen, wenn man akzeptiert, dass unendlich viele Universen existieren. Wird mindestens eines genau wie unseres sein. Wir versuchen jedoch, ein identisches Universum zu erreichen, richtig? Wir arbeiten daran und bauen eine neue Maschine. Lass uns was bewegen. Ich kann dir auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ich blinzelte einmal und wir waren hier in dieser Welt, in dieser identischen Welt, wo zwei Versionen von jedem von uns existieren. Glaubst du wirklich, sie werden nichts bemerken? Aber wieso sollten sie denn bitte schön? Eine andere von mir und genauso eine andere von dir. Und was ich will, ist den Schlüssel zum Überleben. Nein, nichts davon ist real. Verstehst du das denn nicht? Ich hab dich. So, das Essen ist fertig. O Gott, von dem wir alles haben, wir danken dir für deine Gaben. Du speisest uns, weil du uns liebst. Marcus, mittlerweile ist die ganze Stadt ums Leben gekommen. Dr. Lawrence Stone? Warum bin ich hier? Man sagt, wenn es etwas Außerirdisches ist, werden sie es finden. Geologen haben bestätigt, dass es ein Meteoroid ist. Er scheint angeschlagen und sich dann im Boden aufgelöst zu haben. Es ist hochgiftig und sie wollen es nicht einatmen. Er heilt gerade. Was? Wie ist das nur möglich? Es handelt sich um die Entstehung einer neuen Lebensform innerhalb des menschlichen Körpers. Was zur Hölle bedeutet das? Aliens, General. Wir müssen in der Lage sein, es aufzuhalten. Wir brauchen Antworten. Das hier war kein Unfall. Wir waren das Ziel. Es will nur mit Ihnen sprechen. Sie sehen alle nach Norden. Es ist die Pflanze. Willkommen auf der Erde. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Hey. Ein Eindringling! Oh, oh, oh. Ich habe auch spitze Pfeile. Sieh mal. Wer bist du und wie kommst du an diesen Ring? Mein Name ist John Stewart. Und wenn ich's euch sage, würdet ihr mir nicht glauben. Ein Mann im Auftrag der Ehre. Was zum Teufel? Ich hab dich endlich gefunden. Ein mächtiger Ring der Willenskraft. John Stewart von der Erde. Was? Deine Willenskraft ist stark. Willkommen beim Green Lantern Corps. Ein Universum, das nie mehr so sein wird wie zuvor. Hal Jordan und Millionen von Thanagarian sind an diesem Tag gestorben. Und der Kriegsverbrecher Seldath ist entkommen. Dafür werden sie bezahlen. Die ist witzig, was? Ein DC Universe Film. Sinestro lebt von Chaos und Tod. Macht euch bereit zu kämpfen. Pulverisiert sie. Aber ich kämpfe schon mein ganzes Leben lang gegen diese Art von Hindernissen. Und das hielt mich bislang nicht auf.
Soldat. Lantern. Held. Green Lantern. Koordinaten festgelegt. Dann los. Willkommen zurück in Seabrook. Menschen, Zombies und Werwölfe haben gelernt, zusammenzuleben. Let's go Seabrook! Seabrook gehört zum Rudel. Für immer. Und wir beide sind vereint. Für immer. Oh nein! Das sieht aus wie... Wir haben ein Problem. Das letzte Mal, als Fremde nach Seabrook kamen, wurde unser Mondstein gestohlen. Sie sind wahrscheinlich hier, um mich zu klonen. Um eine unaufhaltsame Chiavi zu schaffen. Mich! Was wollen Sie wirklich? Diese wütenden Wesen werden uns ihren Planeten nicht geben. Wir müssen ihr Kostbarstes finden. Unser Rudel ergibt sich nicht kampflos. Sie wollen sich nehmen, was uns gehört. Hilfe! Edison! Hilfe! Wo bin ich? Ich weiß nicht, wer du bist oder wie ich hierher gekommen bin. Was ist deine letzte Erinnerung? Ich war im Krankenhaus. Das war vor einer Woche. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Das ist neu. Was zum... Hallo, Isaac. Mein Name ist Eva. Ich bin euer Notfallassistent. Ihr befindet euch an Bord eurer Wohnkapsel, ungefähr 93 Kilometer über der Erdoberfläche. Hätten Sie mir vor 10 Jahren gesagt, dass wir Gefangene ins All schicken, hätte ich Sie für verrückt erklärt. Die Behandlung unserer Gefangenen spiegelt den Zustand unserer Gesellschaft. Dieses Projekt verleiht dem Leben von Gefangenen einen neuen Sinn, die sonst unnütz in einer Zelle eingesperrt wären. Es ist eine bedeutende, edle Sache. Clara hatte ein Spielproblem. Sie ließ sich Geld von einem Typen, den ich von früher kannte. Wirklich kein Kerl, mit dem man sich anlegen sollte. Danach war für eine Weile Ruhe. Aber das blieb nicht lange so. Atme. Wieso bist du so ruhig? Wir sind noch hier. Aber deine 30 Minuten Fernsehzeit für heute sind aufgebraucht. Zu viel Fernsehen ist schlecht für deine Gesundheit. Woran arbeiten Sie? Ich identifiziere und extrapoliere Muster von Verhaltensabweichungen der Tiefseefauna. Das nenne ich einen Lauf. Ich habe uns in eine Sperrzone manövriert. Wir werden die Zone zügig durchfahren. Da kommt was Großes auf uns zu, Jungs. Wir haben was gerammt. Was war das? Das verändert die Textur des Holzes. Was ist das? Heute Abend in den Hafen. Wenn irgendwer von uns infiziert ist, werden sich diese Dinger verbreiten. Gott weiß, wer als nächstes dran ist. Wieso versteht ihr denn nicht, dass... Bist du schwer von Begriff?
Jetzt können wir rein. Wir sollten uns beeilen. Such die Münzen und lass uns schnell von ihr ab. Das Zeug hier muss unbezahlbar sein. Wir sollten von diesen Sachen lieber die Finger lassen. Im Mittelalter gab es 4 Edelmänner, die gemeinsam gegen dunkle Mächte kämpften. Die Apostel des Teufels sind 12 Unsterbliche, böse Seelen, die in menschlichen Körpern wohnen. Ihre Herrschaft über die Erde ist furchterregend. Die einzige Supermacht sind die 4 Helme. Sie geben ihrem Träger die Macht, den Riss zu öffnen zwischen unserer Welt und dem Fegefeuer. Ich glaube, Sie haben es verstanden. Es geht um mehr als bloß das Blut in deinen Adern. Du wurdest dein Leben lang darauf vorbereitet, auch wenn es dir nicht bewusst war. Sie haben wirklich an alles gedacht. Die Geschichten, die dir dein Vater in deiner Kindheit erzählt hat, sie sind alle wahr. Deine Blutlinie ist wie ein Schlüssel, der diesen Helm öffnet. Wie schön. Fangen wir an. Oh, das ist der Wahnsinn. Ich habe immer gewusst, dass tief in mir drin etwas ist. Mehr als bloß die Erinnerung an meinen Vater. Du musst fühlen, was dein Körper dir sagt und dich mit ihm bewegen. Hey, hey, machen wir eine Pause? Hier gibt es keine Pause, Nolan. Mein Schild ist weg, ich brauche einen neuen. Was? Du bist der Thronfolger von Geldemore. Setz den Helm auf! Wir haben dich getestet. Wir mussten sicher sein. Und worüber? Dass dies hier dein Schicksal ist. Das klingt gar nicht schlecht. Fangen wir an. Komm schon!